Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir sind hier im Glitzerleuchtturm. Und wir müssen ihn erkunden, damit wir wissen, wo wir weitermachen müssen. Falls das irgendwie Sinn gemacht hat. Früher haben Pokémon nachts die Gewässer um Olivia City erhellt. Der Leuchtturm wurde errichtet, um diese Pokémon zu ehren. Okay. Und warum heißt der Glitzerleuchtturm? Weil du hier bling bling glitzer glitzer machst? Oder was machst du hier? Ich dachte, wir kämpfen. Die Leute kommen zum Leuchtturm, um zu trainieren. Aufgrund der vielen Trainer ist es nicht einfach, sich bis da ganz nach oben vorzukämpfen. Ah ja? Also es ist ein großer Leuchtturm, wo Leute viel kämpfen, habe ich jetzt verstanden. Ich mag das Teilset, das ist sehr interessant. Das ist komplett anders als überall im ganzen Spiel. Das ist der Erste, der Kämpfe hören will. Dies ist kein Ort für Spielchen. Ja, deshalb solltest du dringend verschwinden, mein Freund. Bist zu alt dafür. Spaß. Hubert mit seinem Noctu. Gutes Pokémon. Ist aber auch scheiße, wenn es alleine im Team ist. Hutu ist so ein Pokémon, das kann nicht alleine kämpfen. Wenn das dein einziges Pokémon ist, dann ist das nicht so gut. Und ich habe Erfahrung. Aber es ist Unlicht. Oder ist es Unlicht? Ich glaube, es ist sogar gar nicht Unlicht. Naja, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall Flug. Deshalb tun wir Amphi nach vorne. Und jetzt werden wir es besiegen. Yeah. Schön erstmal geschockt. Ja, stell euch vor, ihr schockt eine Eule. Die ist dann fürs Leben geschockt. Ich habe Ahnung, also jetzt gerade. Ach scheiße. Komm schon, musst du mich wirklich jetzt zum Schlafen bringen? SLF. Komm schon, wach auf. Auf! Nicht Gesichte, sollst mich ins Gesicht schauen. Hallo, wach auf! Nein, wach auf! Alter, wie lange schläft Amphi? Was? 5 Runden lang schlafe ich oder habe ich gerade ein bisschen zu weit vorgespult? Okay, ich bin aufgewacht, endlich. Komm ins Crit. Komm schon. 1 KP. Ist das dein Ernst? Schnell kopflos. Bitte greif an. Greif an. Yes. Wow. Der Kampf war viel anstrengender, als ich gedacht habe. Ah, yeah. Melly Level 19. Oh, ich sehe, du meinst es ernst. Ja. Ganz oben ist ein Pokémon, das den Leuchtturm betreibt. Ich habe gehört, dass es krank ist und dass normale Medizin nicht hilft. Oh, spoiler doch nicht. Ey, ignoriere, was er gesagt hat. Ey, neuer Kämpfer. Seefahrer scheuen keine harten Kämpfe. Ist das so? Es wird aber jetzt ziemlich hart. Und zwar für dich, Nepomuk. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Namen höre in meinem ganzen Leben. Kennt ihr jemanden, der Nepomuk heißt? Nichts gegen den Namen, aber ich höre ihn dann einfach zum ersten Mal. Und er ist sehr seltsam in meinem Kopf. Nepomuk. Warum finde ich das lustig? Ach man. Die Animation hat sogar ganz gut gepasst beim Quapsel, weil das so mittendrin im Bauch war. Das sah cool aus. Das sah fresh aus. Wir sind auf einem guten Weg, unser Melly bzw. auf ein hohes Level zu bringen. Damit es sich endlich zu einem Snobilikat entwickelt. Zu einem Snob. Oh, jetzt habe ich verraten, was Snobilikats Name bedeutet. Ja, Snobili. Also Snob. Und Katz wegen. Ratet mal. Katze. Oh, wer hätte das nur ahnen können? Lassen wir den Bushi. So, Kapuzzi geht baden. Und wir haben gewonnen. Wuhu. Uff, ich habe verloren. Ja, das ist so richtig. Du hast Power. Möchtest du mit mir die Meere unsicher machen? Klar. Bam, 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 bam. Ein Nepomuk ist jetzt nun ein Freund von mir. Super. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, offscreen werde ich sehr oft angerufen. Wenn ich zum Beispiel einfach das Spiel mal safe state und dann wieder starte, dann werde ich immer
hundertprozentig sofort angerufen. Und ich will gerade gucken, wie viele Freunde wir jetzt eigentlich haben. Wie viele können wir noch haben? Wir können noch zwei Freunde haben. Wir haben jetzt... Moment. Ja, Gudrun, Udo, Rosemarie, Nepomuk. Ich hab ja mehr. Also man kann so wenig nur haben. Heilige. Gut, aber online steht übrigens immer, was für Pokémon die einem sagen, was man da finden kann. Also es ist schon ein Vorteil, mit bestimmten Leuten befreundet zu sein. Mit dem hier weiß ich es aber nicht, weil im Leuchtturm... Gab es im Leuchtturm wilde Pokémon? Ich weiß es gar nicht. Also bisher kam keins, deshalb denke ich mal nein. Aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Warum bist du gekommen? Bist du zum Gaffmir? Es ist besser, du gehst. Ich bin nicht zum Gaffmir, du 90er-Kid. Und du bist kein Kid, du bist ein Vogelfänger. Ja gut, Vogelfänger können ja auch Kids sein. Und dann lassen wir es. Melly, kannst du mit dem Taubsi klarkommen? Ich meine, es ist Taubsi. Komm schon. Es ist nur Taubsi. Ja, es sieht so aus, als würde es funktionieren. So. Nicht ruckzucki. So, jetzt Kratzer down. Okay, Melly kriegt's schon ziemlich gut hin. Machen wir einfach weiter. Oh, Volltreffer. Das ist blöd. Hab ich Heiltränke? War ich einkaufen? Ich hoffe mal. Mike in der Vergangenheit. Gut gemacht, Mike in der Vergangenheit. Bin stolz auf dich. Du, seltsam. Komm, wir kriegen das Topsy down. Oh, das war ein guter Treffer. Überlebst. Oh gut. Oh Gott, Volltreffer. Nicht ruckzuckieb, nein. Ich überleb's. Melly macht einen guten Job. Ich bin stolz auf meine Melly. Oh yeah. Aber wir brauchen mehr Level. Oder mehr XP. Um genauer zu sein. So, ich wechsle jetzt. Ich spule ein bisschen vor, weil der hat 5 Pokémon. Das sind alles wahrscheinlich nur Taubsies. Vermute ich mal. Ja, es sind's wirklich. Ja, es switcht jetzt rüber. Hin und her. Woo! Wurde auch die Idee gegeben, sage ich mal. Nicht unbedingt empfohlen, aber die Idee gegeben, dass ich eventuell die unnötigen Kämpfe, sowas jetzt zum Beispiel, einfach rausschneide. Aber ich dachte mir, ich spule das lieber vor, weil dann ist nichts irgendwie, ne? Ist nichts irgendwie weg oder verloren. Und man kann alles sehen. Ich meine, gut, wenn du... wie sage ich das? Also, theoretisch kann man alles sehen. Sagen wir es so. Und keine Ahnung, ich meine, Vorspulen ist viel einfacher, als das im Endeffekt dann rauszuschneiden. Und es ist nicht so ununterbrechend. Außerdem ist ja, sind ja die Kämpfe ein großer Teil von Pokémon, ne? Deshalb lasse ich es gerne drin. Auch wenn ich vorspule. Du sagst dich wirklich. Okay. Wie zum Geier bist du hier hochgekommen? Da ist eine Treppe, weißt du, und ich habe sie einfach genommen. Ich möchte das kranke Pokémon besuchen, aber ich schaffe es nicht bis nach oben. Mann, hört mal auf zu spoilern! Meine Güte! Ich will nicht, dass jemand spoilert. Und ich muss mein Pokémon namens Melly schnell heilen. Ist mir gerade aufgefallen. Du. Gleichzeitig kann Amphi auch was gebrauchen. Yeah. So, lieber Tränke, weil Tränke sind halt viel billiger. Leute, hier ist ein Loch im Boden. Warum auch immer. Ich bereise die Welt, um meine Pokémon zu trainieren. Ich möchte mit dir kämpfen. Aha, du möchtest mit mir kämpfen? Felix mit Fukano, was gleich verbrennt. Was, das ist nicht egal. Warte, wir haben noch nicht gegen Feuer-Pokémon, ne? Doof. Flamesack kann herein. Oh yeah. Und wir spulen vor. Okay, warum greife ich mit Blut an? Das ist eine Gewohnheit, glaube ich. Ruckzuckieb. Oh nein, ich brülle. Oh, hi. Yes, es reicht. Oh, Volltreffer sogar. Level 20. Nice. Zahltag. Wir werden reich, Leute.
Wir werden reich, wir werden reich. Ich zeig es euch mal. Was macht Damage? Zahltag war damals noch gut oder macht's heutzutage auch Damage? Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass Zahltag gleichzeitig Damage macht. Zahltag ist halt der Sinn hinter, dass man viel mehr Geld bekommt am Ende. Wenn man das kombiniert mit dem Münzamulett, dann ist das halt echt mega praktisch. Aber ich wusste gar nicht, dass das Damage macht. Das ist interessant. Gut zu wissen vor allem. Sehr gut zu wissen, hoffentlich dann zusätzlich angreifen. Doch, leider aber nur Silberblick. Das hört mich nicht. Ciao. Yeah! Bye bye, Felix. Ich muss mehr trainieren. Da hat man es auch gerade gelesen. Ich hebe 40 Pokédollar auf. Jasmin trainierte früher Gestein-Pokémon wie Onix. Echt? Dann hat sie mit irgendwem das Onix mit Metallmantel getauscht und dann wurde sie zu Metalltrainer, Stahltrainerin. Was bringt es da lang zu gehen, wenn da ein Loch ist? Hier ist auch ein Loch. Okay. Was heißen diese Löcher? Gehen wir einfach mal weiter. Jasmin muss Krankenversorge um das Pokémon hier sein. Man sieht sie momentan nicht einmal lächeln. Oh, arme Jasmin. Jasmin ist so ein junges, hübsches Mädchen. Und dann ist sie so traurig. Das stimmt nicht. Das kann nicht so stimmen. Das müssen wir ändern. Ne, Amphi? Amphi können wir gerade sehr gut gebrauchen, merke ich. Aber allgemein sind Elektro-Pokémon sehr gut in dieser Gen. Deshalb ist Ampharos halt einfach, also die Weiterentwicklung von Barty, eine sehr gute Wahl. Ich habe das Gefühl, Ampi wird bald unser stärkstes Pokémon. Weil ich fast nur noch Ampi benutze, aber ich möchte gerne, dass sich mein Melly als erstes entwickelt. Weil Melly entwickelt sich halt am frühesten. Ich glaube 28 müsste es gewesen sein. Sind nicht mehr viele Level-Ups und ich würde das gerne noch schaffen, nicht in dieser Folge, ne? Aber vielleicht beim Kampf gegen Jasmin oder so. Wer weiß. Level 27! Jetzt sind wir genauso stark wie Flamesack. Baumwollsaat? Wenn ich jetzt noch wüsste, was das war. Aber sagt er mir nicht, ne? Wer sagt er mir nicht? Baumwollsaat. Mach Heuler weg. Heuler ist eh kacke. Ich hab vergessen, was Baumwollsaat war. Das gab's noch gar nicht in Gen 2. Ich habe im Moment auch nichts zu lachen. Apropos krank. Mir ist zu Ohren gekommen, dass es in Anemonia City eine gute Apotheke geben soll. Oh. Das ist doch sehr toll. Was nicht so toll ist, ist, dass ich weiß, was der Attacke macht. Kann man das nicht nachschauen? Irgendwie kann man das nicht nachschauen. Nee. Schade. Dann muss ich das wohl anderweitig gucken, wie das geht. Mit der Tag. Yeah. Item. TM 34. Doch, was beinhaltet diese TM? 34 war es, ne? Angeberei. Ja, tu mich auch. Wir fliegen ziemlich hoch. Meine Vogel-Pokémon sind in Bestform. Komm, seid ihr alle anfällig gegen Elektro-Pokémon? Das ist ja viel zu easy mit Vati. Vati wird einfach mein MVP. Ja gut, wenn das Spiel das unbedingt so will, dass Amphi mein stärkstes Pokémon wird, ich habe da nichts gegen. Amphi ist ein sehr tolles Pokémon, deshalb, ne? Nicht schlecht. Oh, Ibitak, okay, darf ich nicht vorspulen, weil Ibitak ist ein sehr starkes Pokémon. Mit den geilen Haaren. Also bei Ibitak sollte man wirklich aufpassen, auch wenn das Sprite ein bisschen zu wenig Farbe hat. Sagen wir es so. Bei Ibitak sollte man aufpassen. Ich habe Angst, dass ich jetzt sterbe sofort. Oh, Furienschlag. Oh nein, bist du nicht fünfmal? Dreimal. Ja, okay, es reicht. Gut. Donnerschock. Ich wollte keine Donnerwelle machen, weil ich dachte vielleicht... Oh Gott. Vielleicht ist er jetzt schon down, aber... Wow.
Das war effektiver als ich dachte. Aber ich muss mich heilen. Muss mich schnell heilen, sonst ist ja alles am Arsch. Yeah. Oh nein, kein Furienschlag, hör auf! Stopp! Stopp! 5-mal! Kann man überhaupt mehr als 5-mal machen? Ich glaube nicht, ne? Pech wir haben. Hör auf! Nein! Das meine ich! Man muss bei Ivitak aufpassen, sonst bist du gleich weggefegt. Flamesack. So, Flamesack, Ruckzuckieb. Quick Attack! Nice! Good job! Arep Amphi! Ja, noch was! Okay, gut, es ist nur ein Habitag. Habitag ist nicht so schlimm. Einfach Biss! Dann nochmal Biss, dann Schnabel, okay, dann Biss und dann ist weg. Weggegessen. Nom! Das war's. Ups, sie sind abgestürzt. Ja. Glaube ich auch. Mein Pokémon hat das Fliegen in Anemonia City gelernt. Da ich ein Verlierer bin, fliege ich nun fort über das Meer. Tja, aber man kann's nur dorthin fliegen, wo du schon mal warst. Aber dazu kommen wir dann, wenn wir die TM haben. VM. Fliegen. Habe ich keinen Beleber? Oder bin ich glaube blind? Ah, da. Okay. So. Amphi ist dann wieder putzbunter. Das ist doch toll. Ups. So. Alles klar. Aber warte, wir können es aber... was denn? Guten Abend. Hast du eine Minute Zeit? Mein Kopf sieht toll aus. Wünsche, ich könnte es dir zeigen. Bye, bye. Du bist im gleichen Gebäude wie ich. Und ja, ich nenne das gerade hier Gebäude. Warum ruft er mich an und sagt, ich wünsche, ich könnte es dir zeigen? Komm doch einfach kurz hoch. So, ich muss mal ganz kurz die heilen. Denn die haben es nötig. So, okay. Ich hoffe, wir kriegen den Leuchtturm noch in dieser Folge durch. Sonst ist es auch nicht schlimm. Wir finden den Sonderbonbon. Ein Sonderbonbon ist einfach, dass man, ja, wie sage ich, kriegt einfach ein Level-Up. Einfach so Level-Up. Sollte man am besten benutzen, wenn man gerade bei einem Pokémon Level-Up bekommen hat. Weil es ist ja die Erfahrungspunkte, sind ja die Erfahrungspunkte am Ende verschwendet. Okay. Hier geht's nicht weiter. Sackgasse. Dann springen wir hier einfach mal runter. Okay. Wir können ja immer noch weiter runterspringen oder wir gehen hier nach links. Jasmin ist die Arena-Leiterin in dieser Stadt. Ich möchte, dass sie mit mir zurückkommt. Es ist besser, niemand stellt sich mit ihr in den Weg. Oh, wir kämpfen jetzt schon gegen jemanden aus Jasmins Arena. Ich sag das nur, weil man sich später wundern kann, warum man in der Arena von Jasmin sofort gegen sie kämpft. Oh, gleiches Level. Meryl ist Normalwasser, glaube ich. Amphi sollte gut dagegen sein. Ich glaube schon, ja, sehr effektiv wegen Wasser und Paralyse. Episch. So. Kopf los. Down. Yeah. Ich glaube, wir kriegen sogar noch eine Folge hin. Ramona. Ah, meine Pokémon. Okay, jeder wäre besorgt, wenn seine Pokémon verletzt sind. Ich werde für das Pokémon beten, dann kann das Wien in die Arena zurückkehren. Kommen wir leider nicht lang. Wir sehen dann Treppen, aber wir kommen da nicht lang. Aber wir können hier runterfallen. Und kommen hier hin. Matrosen sind nett und stark. Wie bist du? Ich bin eine Nikon. Und du? Wer bist du? Pepe? Mit deinem Quapuzzi? Ja, Quapuzzi ist die weiter weg von Quapsel, das kleine Ding. Quapuzzi kann sich übrigens nochmal entwickeln in zwei verschiedene Pokémon. Es gibt nämlich ein paar Pokémon, die sich in andere Pokémon weiterentwickeln können. Nicht nur eine Weiterentwicklung, sondern mehrere haben sie. Quapuzzi kann sich entweder zu Quappo entwickeln, sieht dann gleich aus, aber hat den Kampftypen. Oder wenn man den Kampftypen nicht haben will, kann man es auch zu Quaxo entwickeln. Denn es ist so ein kleiner Frosch. Sehr cool, oder? Ich weiß.
Du bist auch nett und stark. Dankeschön. Jedes Mal, wenn ich nach Olivianer City komme, gehe ich in die Arena. Der Pokémon-Typ der Arenaleiterin hat sich geändert, ohne dass ich es bemerkte. Ja, anscheinend war sie mal Gestein, wusste ich sogar gar nicht. Wir kennen ein Äther. Und jetzt sind wir bei dieser Treppe. Und kommen hoch zu einem weiteren Matrosen. Warte, ist das nicht das Ende? Ach, das Ende ist dort vorne. Alles klar. Superball! Wuhu! So, dich machen wir noch platt. Ich hatte vor, gegen Jasmin zu kämpfen, aber sie ist nicht da. Wie wäre es mit dir? Vielleicht solltest du mal die Treppe hochgehen. Vielleicht ist ja da Cornelius mit seinem Macholo. Oh Gott, Leute, wir haben schlechte Erinnerungen mit Macholos. Doch haben wir ein... Moment. Was für Attacken hast du nochmal? Ich habe so lange nicht mehr mit dir gekämpft. Ah, ja, keine Pflanzenattacke. Kannst du mal Pflanzenattacken lernen? Aber komm mal rein. Weil mit dir traue ich mich jetzt ein bisschen. So. Konversion. Psychoattacke. Gegen Kampf? Ja, dachte ich mir. Gut, dann weiß ich ja jetzt auf jeden Fall, was ich gegen Macholus mache. Macholus ist übrigens auch ein Pokémon, was sich durch Entwicklung nur entwickeln kann. Also nicht Macholus selbst, aber Macholus wird erstmal zum Machoke bei einem Level Up. Und dann kann sich Machoke nur durch Tausch entwickeln. Zum Machomai, hat dann vier Arme. Oh, Capuzzi. So, da wissen wir doch, was wir machen müssen bei Capuzzi. Zack. Spuckst mich an? Ich gebe dir einen Elektroschock, einen Donnerschock, meine ich. Ja, yeah, Elektrostuhl hat geholfen. Oder so. Und noch ein Macholo. Erstmal Mauzi rein, also Melli. Und dann Ovo. Ja, denkst du, deine Attacken kommen bei mir an, was? Nein. Nein, nein, nein. Aber Leute, wisst ihr, was ankommt? Die Verwirrung! Und der Schlag in die Fresse! Was, du lebst noch? Hau ab. Wir wollen die Folge beenden. Leute haben keinen Bock auf lange Videos. Hau ab. Was ein Idiot. Habe ich recht? Wow, du hast mich überwältigt. Ich weiß. Ein Arenaleiter muss nicht nur stark sein, auch Mitgefühl zeichnet ihn aus. Ja, Leute, und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Was guckst du an? Ja, guck lieber weg, genau. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr die Glocke aktiv habt. Und dann sehen wir uns wieder. Und ein Like würde mich freuen, dann könnt ihr mir supporten. Woo! Haut rein, Leute. Schönen Abend oder Tag noch, je nachdem, wann ihr es schaut. Und ciao!